Okay, okay, Freunde. Ich habe gehört, ihr wollt noch eine Folge sehen. Gut, okay. Weil ich euch so lieb hab, ja? Weil ich euch so gerne mag, kriegt ihr noch eine Folge. Ja, ich weiß. Ich habe sehr geschwitzt, ich habe sehr gestruggelt, um den ersten Sieg zu holen. Aber die Leute, die bei den letzten Streams dabei waren, die wissen mittlerweile, es ist Standard geworden für mich. Dementsprechend dachte ich mir, komm, was sollst du als nächstes zeigen? Ja, was sollst du als nächstes zeigen? Der Kampf um den ersten Sieg, der ist vorbei. Der Struggle ist vorbei. Die Last ist abgefallen quasi, ja? Willst du jetzt eine 10er-Streak hochladen? Willst du eine 30er-Streak hochladen? Willst du jetzt zeigen, wie man in einem Spiel sofort Max-Level 40 wird? Was willst du noch zeigen? Dann fiel mir natürlich ein, okay, komm, diese Kombination aus Skill, ein bisschen, eine kleine Prise Wahnsinn, eine kleine Prise Wehleidigkeit, ja, er heult, er fasst sich selbst an die Birne, ist kurz davor, den Controller durch die Gegend zu werfen, aber auch mit diesem puren Entertainment, die gibt's sonst nirgends. Dementsprechend kann ich euch natürlich nicht hängen lassen und da ihr so kräftig mitgefiebert habt bei der letzten Folge, gibt es natürlich noch eine Folge. Und solltet ihr Bock haben, seid gerne mal bei den Streams dabei. Da spielen wir das und philosophieren darüber, was für kleine Pisser dieses Spiel teilweise spielen und haben einfach ein bisschen Spaß. Und es gibt natürlich dementsprechend auch die eine oder andere Folge. Vielleicht mache ich auch einfach mal eine kleine Best-of-Folge schon aus den Streams. Da habe ich wirklich den einen oder anderen Sieg eingefahren. Ja, ich habe mir auch komplett den Shop direkt leer gekauft quasi. Ja, das ist so irgendwie, als wenn so ein kleiner Rapper-Star Vorschuss bekommt, 50.000 und die direkt auf den Kopf haut. Ja, direkt auf den Kopf haut, direkt muss eine neue 300-Euro-Hose, eine 20.000-Euro-Uhr her. Und am Ende des Jahres wundert er sich, scheiße, Mann, ich muss ja noch Steuern zahlen. Das hat mir im Ghetto aber niemand erzählt. Ich dachte, das ist meins. Ich dachte, Vorschuss heißt, ich darf das alles auf den Kopf hauen. Ja, Junge, das kommt davon, Mensch. So habe ich mich ungefähr gefühlt, nur dass es diesen Backlash quasi bei mir nicht gibt. Weil ich habe alles auf den Kopf gehauen und weiß, es kommt noch mehr rein. Das ist nämlich der Trick an der Sache. Wisst ihr, was ich meine? Lernt von mir. Ich sag ja, lernt von mir. Guck mal, ich erzähle euch solche Stories. Ich erzähle euch Weisheiten, die das Leben euch leichter machen werden. Und gewinnen, also qualifiziere mich quasi nebenbei. Guck mal hier, der Drache, der kleine Raptor, er dachte, er könnte fliegen. Er könnte fliegen, Junge. Ja, kann er nicht natürlich, ist klar. Wird er auch jetzt mehr... Was macht der da? Ist er komplett besoffen oder was? Was ist da denn los? Lomio Pamasikaru! Wie heißt er, Alter? Was macht der da, Alter? Was ist denn los, Alter? Hat der Krampf in der Wade? Hat er zu viel gebumst oder was? Nee, wahrscheinlich eher nicht. Er ist komplett verwirrt, der Kleine. Was soll ich machen? Oh, ich stürze durch. Was ist denn hier los, Alter? Also, dementsprechend, Freunde, nehmt die Weisheit mit in euer richtiges Leben. Was macht der da? Das ist doch ein Troll, Alter. Was ist das? Jetzt überlegt er kurz. Er schlägt gerade in Google nach. Wie schaffe ich das? Jetzt kurz gebetet. Jetzt nimmt er den nächsten Anlauf. Okay, die erste Wippe hat er geschafft. Die zweite nimmt er in Anspruch. Und wieder in die Spalte gefallen. Gut, normalerweise der Einzige, der in die Spalten reinfällt, ist Ivan. Klar. Wir Jungs träumen von geilen Spalten. Er findet sie immer. Ja, ist, also nicht, dass ihr jetzt denkt, er ist irgendwie nichts Perverses jetzt oder so. Ja, er ist Bergsteiger. Und er fällt da nicht rein in die Spalte, sondern er klettert. Er ist nämlich Höhlenforscher. Und jetzt wiederum, nicht, dass ihr denkt, irgendwie was Perverses, Spalte, Höhlenforscher. Was meint er? Hä? Gräbt er nach Kohle oder was? Was sucht er da in den Höhlen? Nein, er forscht Tiere. Er forscht Katzen. Bergkatzen. Ja? Er sucht sie im Gebüsch, sucht er die kleinen Katzen. Oh Gott, ey, nee. Und wer sich jetzt fragt. Oh Scheiße, Mann. Oh. Der Moment, wenn du denkst. Ohne Scheiß jetzt. Der Moment, wenn du denkst, du bist der lustigste Mensch auf Erden. Woo! Scheiße. Beruhig dich. Wenn du jetzt. wenn ihr jetzt denkt, oder euch fragt, wer ist Ivan? Das kommt davon, wenn man bei den Streams nicht dabei ist. Das kommt davon, wenn ihr bei den Streams nicht dabei ist. Und sagt mir nicht, kommt nicht in zwei Jahren an und du hast gestreamt? Ich wusste gar nicht, dass du streamst. Du bist jetzt ein Superstar auf Twitch? Du hast schon die 100 Zuschauermarke geknackt? Weiber wollen dich? Oho, jetzt will ich ein Teil davon sein. Nein, dann seid ihr nämlich zu spät. Nein, Spaß, ihr seid dann immer noch eingeladen. Ihr könnt jederzeit vorbeikommen. Aber diese Insider, die entstehen jetzt erst. Und wenn ihr einsame Hausfrauen seid da draußen, meldet euch gerne bei Ivan. Der kümmert sich um euch. Der ist quasi,
er ist quasi so der Farid Bang des Twitch-Games, ja. Wenn Farid Bang sich in verschiedenen Städten Deutschlands sich um die einsamen Hausfrauenmütter kümmert, ist Ivan quasi der, der sich das im Internet übernimmt. Ja? Er hat quasi die Lizenz bekommen von Farid Bang und übernimmt jetzt sein Programm quasi. Also so könnt ihr euch das ungefähr vorstellen. Auch der Körperbau, nur dass Ivan natürlich noch einen Ticken schöner ist, ist klar. Ja? Also nichts gegen Farid, bitte klopp mich nicht kaputt, wenn du mich siehst. Aber ja, das ist es halt. So! Gut, und ich habe jetzt so viel Scheiße gelabert, wie manche in 30 Jahren YouTube-Game nicht schaffen. Und die Ninja, die fucken immer ab, die Opferkinder, Alter. Bin dabei, qualifiziert, nächste Runde. Ich habe auf mein Handy gespuckt, tatsächlich. Was ist das denn, Alter? Hä? Das sieht aber nicht gesund aus. Alter. Boah, Alter. Was ist das denn, Alter? Hä? Also, ich glaube, das ist noch ein bisschen Petersilie vom Döner, Alter. Was zur Hölle. Gut, egal, nächste Runde. Neue Runde, neues. Nee, ich bin ja immer noch im Game, Alter. Was ein Assi, Alter. Was ein Assi, Alter. Boah, ich würde dich auffinden. Normalerweise würde ich den am liebsten hacken, Alter. Den kleinen Nico. Academy Nico. Was ist das für ein Name, Alter? Was ist das für ein Name, Alter? Bastard Academy oder was? Wo ist er raufgegangen? Ich habe keine Ahnung, Mann. Nächste Runde. Hallo. Hallo, mach mal nächste Runde, bitte. Gut, gut, gut. Nächste Runde. Hallo, mach mal nächste Runde rein. Oh, bitte kein Scheißspiel. Bitte, 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 bitte. Oh, Zehenspitzen. Ja, da kenne ich mich aus. Da kenne ich mich aus mittlerweile. Ja, klar, 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 klar. Ja, klar. Ich taste mich vor langsam. Ganz langsam taste ich mich vor wie so ein kleines Kätzchen. Weißt du? Auf der Jagd. Auf der Lauer, auf der Mauer steht ein kleiner Marcel. Er versucht, den Weg zu finden. Und scheitert daran leider. Aber dafür findet er richtig geile Weiber. Und dann kommt Ivan und schnappt sie sich weg. Alter, er ist ein Profi. Er hat richtig System gehabt. Hier rechts, rechts, rechts. Ihr Hasis! Ihr Asi-Kinder! Ihr Asi-Dreckskinder, Alter. Ich hau euch kaputt, Alter. Oh, scheiße, 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 scheiße. Geradeaus, geradeaus, geradeaus. Geradeaus. Yo! Verdient! Habe ich gesagt, dass ich der Beste bin, Freunde, oder habe ich einfach übertrieben? Ich glaube, ich habe ein bisschen übertrieben. Ich bin nicht der Beste, nein. Natürlich nicht. Freunde, ohne Scheiß, ey, schreibt mal gerne in die Kommentare, welchen Skin ihr gerne hättet, wa? Also an alle Dragon Ball Fans, Majibu, wäre geil, oder? Jetzt mal ernsthaft? Stellt euch vor, Majibu einfach. Wird passen, aber ich sag euch ganz ehrlich, wisst ihr, was auch geil wäre bei diesen schwarzen Augen? Einfach ein Swordman-Skin. Was haltet ihr davon? Was haltet ihr davon? Hier, Entwickler, ich weiß nicht, wie er heißt von dem Spiel. Finale direkt. Aber wenn ich ein 100. Win-Streak mache, macht ihr dann Swordman-Skin? Die werden natürlich nicht ja sagen. Die werden es natürlich ignorieren. Nicht irgendwie, weil ich zu klein bin oder sowas. Sondern weil die wissen, ich könnte es schaffen. Aber die wollen halt sich nicht die Blöße geben, dass sie dann Swordman-Skin machen müssen. Ja? Einmal Swordman-Skin. Einfach die Augen verbinden mit einem Strich. Zack. Wäre doch geil, oder? Alter, ein Granatengott-Johnny-Kostüm wäre. Boah, wie geil wäre das denn, Alter? Stellt euch mal vor, so ein kleiner Fall-Guy mit so einem Granatengürtel, Alter. Das ist halt so der Unterschied, wisst ihr, was ich meine? Das ist der Lifestyle, den ich lebe. Andere haben einen Patronengürtel, weißt du? Rambo und so, der hat einen Patronengürtel für seine Knarre. Ich habe einen Granatengürtel. Das ist halt der Unterschied. Oh shit, oh shit. Oh shit. Gut, jetzt ist Dummscheiße-Labern vorbei. Jetzt geht's hardcore los. Ich fuck die alle ab. Woo! Ich bin am Start. Man könnte natürlich jetzt noch auf die andere Seite von denen springen, aber hier habe ich einfach meine Ruhe. Wisst ihr, was ich meine? Hier habe ich meine Ruhe. Die fucken sich nämlich jetzt gegenseitig ab. Ah, siehst du? Guck mal. Top 3 bin ich nämlich jetzt schon automatisch. Hier nach vorne. Jawohl. Geschafft. War gewollt. Ich sage euch so, wie es ist. Ich lade die Folge trotzdem hoch. Auch wenn ich es, Pusht mich, Freunde. Pusht mich. Push it to the limit. Top 2. Top 2. Jetzt geht's nämlich los. Du kleines Popelkind. Hä? Was hältst du davon jetzt? Popel Johnny! Popel Johnny! Yeah!
Was ist hier los? Was ist hier los? Oh Gott, ich bin so froh. Ich habe so die riesen Schnauze gehabt in dem Video. Ich war bestimmt unsympathisch, oder? Es tut mir leid. Alter, hatte ich die riesen Schnauze, Junge. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste einfach. Nein, weil jetzt gibt's nämlich keine Runde mehr, wo ich scheitern kann. Juhu. Ey, lasst mich das gerne wissen. Wollt ihr noch mehr sehen oder halt nicht? Lasst mich das gerne mal wissen. Ihr seht's ja, ich habe doch alles erreicht. Ja, ich habe doch alles erreicht jetzt. Was soll ich denn noch mehr machen? Was soll ich denn noch mehr machen? Ihr wisst es, also für die langjährigen Zuschauer unter euch, ihr wisst es. Ihr wisst es immer. Immer wenn ich mich pushe, selber, wenn ich mich kurz mal lobe, ja? Wenn ich kurz mal lobe und wenn es nur ist, ey, ich habe ein kleines Kätzchen in einem Videospiel gerettet, ich habe ihr Leben gerettet und ich sag, ey, Marcel, das war eine gute Aktion. Sobald ich das ausspreche, kriege ich auf die Schnauze. Hier in dieser Folge war ich unnormal selbstsicher, möchte ich schon sagen, und habe trotzdem den Sieg geholt. Wer will mich noch besiegen? Wer will mich noch besiegen in dem Game? Niemand, niemand. Gut, Freunde. War eine nice Runde. Hat auf jeden Fall gebockt. Perfekt. Ey, perfekter Abschluss. Ey, oh Gott. Ich bin so froh. Haut rein, Freunde. Lasst ein Like da, wenn ihr mehr sie wollt. Danke fürs Zusehen. Haut rein und tschüss.